So, meine Lieben, hi, grüßt euch. Ach, hier Intro. Ja, da ist er. Da ist er, Leute. Wie geht's euch? Wie geht's euch, meine Lieben? Hi, Wolfi. Du alter Mugler. Hi, Sitas, grüß dich. Ja, ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid wohl auf, gut durch die Woche gekommen und es ist nicht allzu warm bei euch. Mittlerweile geht's hier tatsächlich langsam wieder. Das Problem ist nur. Oh. Das ist interessant. Okay, das funktioniert nicht, wenn es dahinter ist. Schnuten Gabend. Nur noch morgen und dann eine Woche Urlaub. Oh, das ist fein. Das ist fein. Ja. Das Problem ist halt, wenn es 2 Tage warm war, das ist halt wie so ein Backofen. Und dann heizt das halt nach, ohne Ende. Nur noch morgen und dann 3 Wochen Urlaub. Ich hatte meine 3 Wochen erstmal schon. Wie geht's dir, Sorge? Alles gut bei dir? Ich hoffe, bei euch ist alles gut, Mensch. Nur noch 3 Wochen, dann 4 Wochen Urlaub. Ja, ihr alten Urlaubsposer, ja? Ihr alten Urlaubsposer. So, ich würde sagen, wir Warte mal. Wir laden jetzt einfach mal. Jetzt weiß ich nur nicht, was das letzte. War, was wir gemacht hatten. Oh! Ja, geht's aber heute seit 10 Jahren. Ach! Ui! Danke, Kataru! Grüß dich, mein Lieber! Schön, dass du reinschaust! Vielen lieben Dank für den Sub. Da geht's so, war heute seit 10 Jahren mal wieder beim Imbiss an der Arbeit und direkt flotten Otto bekommen. Ihr habt einen Imbiss an der Arbeit oder in der Arbeit? Habt ihr da eine Kantine oder wie ist das bei euch? Das ist der Zug alles. Gegenüber von der Arbeit. Ich crash jetzt meine Dusche. Sehr schön. Alles klar. Vielen Dank für den Lurk. Ich lade jetzt mal das da. Alter, ich dusche einmal die Woche und Kataru jeden Tag. Ich dusche, glaube ich, maximal 3-mal die Woche. Wartet mal. Ab wenn es jetzt natürlich wärmer ist, dann öfters, ja. Warte mal, ich muss erstmal die Steuerung. Ich gehe 2-mal baden in der Woche. Ja gut, wir haben leider keine Badewanne, das ist das Problem. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Nee. Muss erstmal schauen, wo wir hier jetzt sind. Wo wir hier sind. Ob das überhaupt der letzte Spielstand war? Weil das Spiel ist irgendwie so komisch. Ach, deshalb. Oh, Alter. Ich hätte das beinahe vorgelesen, ey. So, was haben wir denn im Inventar? Wir haben Inventar. Leere Feldflasche, Gebetsmühle, Schleuder, russische Puppe. Okay. So. Ich glaube, ich spiele nur mit... Alter. Ja. Jetzt hätte das beinahe das auch wieder vorgelesen. Warte mal, ich gehe mal kurz laden. Du willst es doch auch, du. Ja, eigentlich schon. Was ist das denn für ein Spielstand? Thank you.
glaube, das war das Letzte, was wir gemacht hatten. Da waren wir ja in dieser Traumwelt. Ja, genau. Wir haben ja jetzt den Schlüssel und das Mammut. Wir haben ja jetzt den Schlüssel und das Mammut. Wenn Soge da ist, bin ich auch in meiner Traumwelt. Oh, ihr seid so. Ihr seid so cool, ey. So, ich glaube, wir mussten jetzt hier hoch und den Schlüssel benutzen, oder? Ich meine ja. Ich meine ja. So. Es ist abgeschlossen, richtig? Okay, dann benutzen wir jetzt mal den Speicherschlüssel. Ist er ja wieder, der kleine Hans. Reden wir doch mal mit Hänschen. Hans? Hans, ich bin's. Kate. Boah, jetzt habe ich wegen des Streams meine Friseurbuchung nicht im Auge gehabt. Sitzung abgelaufen, Termin weg. Oh nein! Oh nein! Nein, aber Soge, ich kann deine... Ich kann deine Gesäßhaare auch flechten, das ist kein Problem. Ich mach dir auch gute Preis. Hab gerade den Eistitan in Kingdom Hearts Final Mix besiegt. Oh, ich kenne keinen einzigen Kingdom Hearts Teil, Wolfi. Ich habe, also, vielleicht werde ich es irgendwann mal spielen. Bitte. Ich kenne keinen einzigen Kingdom Hearts Teil. Also, ich habe keinen einzigen Teil gespielt. So, was ist denn da? Da leuchtet irgendwas, oder? Das sieht aus wie... Ablage? Nein, ist es nicht. Müssen wir dem das Mammut geben? Hans, es leuchtet dein Mammut. Ich habe etwas, was dich interessieren wird. Die Mammutpuppe. Sie sind aber weit gereist, um hierher zu kommen, Kate. Er hat nicht gesagt, dass du nicht spoilern sollst. Also Sora, Donald und Goofy treffen sich im Wald. Familie, Kate. Die Insel Siberia und die großen Mammuts sehe ich nicht mehr. Mein Leben ist zu Ende. Das dürfen Sie nicht sagen, Hans. Wachen Sie auf. Hören Sie? Wachen Sie auf, Hans. Ah, wisst ihr, was ich jetzt mache? Was ich jetzt mache? Ich werde mir jetzt erstmal so ein schönes liedernes Ballisto reinhauen. Oh ja, sicher doch. Der hier heißt Oscar. Ich habe ihn erschaffen. Ich weiß. Oscar kenne ich gut. Er ist ein alter Freund. Ich mag ihn sehr. Ja. Donald ist ein Heiler? Keine Ahnung. Oscar macht sich ihretwegen Sorgen, Hans. Sie müssen ihm das Herz für mich öffnen. Sind Sie dazu imstande, Kate? Ich verstehe nicht, Hans. Sie müssen jetzt aufwachen und mitkommen. Hans? Oscar aus der Schmutzmülltonne. Echt mal, Soge wieder direkt am richtig spoilern hier. Danke, Soge. Jetzt kann ich nie wieder Kingdom Hearts in Betracht ziehen zu spielen. Okay, jetzt sind wir wieder aufgewacht. Das ist schon mal was Positives. Wir haben zumindest zurückgefunden, weil wären wir drinnen hängen geblieben, wären wir auf Ewigkeit in einem alten Typen. Okay, das ist sehr eklig. Verzeihung.
Nein, wäre ich auch nicht. Wäre ich auch nicht. Ich wäre auch nicht in der Anderswelt aus Silent Hill so gerne, Wolfie. Gut, sehr gut. Tuck, tuck. Guten Tag. Ah, Fräulein Kate Walker! Wir müssen unbedingt einen Weg finden, Hans zu heilen. Spät, Fräulein Walker! Sehr spät! Aber warte mal, das haben wir doch gemacht. Das hatten wir schon gemacht. Ich glaube, das ist nicht der aktuelle Spielstand gewesen. Mm-mm. Ich glaube, das war nicht der aktuelle Spielstand. Ich befinde mich in einer Hütte. Ja, die Sequenz kenne ich. Also müssen wir nochmal laden. Also war das andere doch der... Das ist das Problem, wenn ich jetzt ein, zwei Wochen nicht mehr dabei war. Boah, ich bin so froh, dass ich keine grauen Haare im Bart habe. Ich habe sehr viele graue Haare auf dem Kopf, aber mein Bart ist immer noch schön einheitlich. So, jetzt mussten wir ja zur Schamanin, oder? Überall graue Haare, bin der Silberrücken. Ja. Aber das hatten wir hier auch gemacht. Jetzt ist doch der Oscar da und da müssen wir doch sein Herz öffnen, oder nicht? Der Dude hat nur graue Haare zwischen den Zähnen. Wenn er fertig ist mit Lie... Oh, Alter. Ich wollte mich verabschieden und Ihnen für Ihre Hilfe danken. Gute Reise, Fräulein Walker. Gute Reise! Fräulein Wodka, ja? Das kann ich bestätigen. Ich meine, sonst hatte meine Frau, glaube ich, quasi jeden Monat die Haare gefärbt oder so. Aber jetzt ist das schon lange nicht mehr. Okay, das heißt, wir müssen jetzt zu dem Schamanentypen hin. Mal grün, mal blau. Das war bis jetzt tatsächlich fast alles schon dabei, Wolfi. Wieso kein Joker? Frechheit. So, wo war denn der Schamanen, der Oberhaupt hier? Ich muss gerade erstmal klarkommen, Leute. Ich muss gerade erstmal schauen. So, der Typ müsste doch jetzt da hinten sein. Beim Tor. Alter, das hat man im... Ja. Ah, da ist Oscar. Da ist Oscar. Ey, geh wieder zurück, Kate. So, jetzt müssen wir hier mit dem Typen sprechen, ne? Guten Tag. Guten Tag, Kate Walker. Guten Tag.
Kunuk mag Kate Walker. Okay. Können wir ja jetzt auf die Arche gehen, richtig? Los, du jetzt schnell gehen. Alles klar, ich schnell gehen. Okay, Cutscene incoming. Oh, bei sowas bekomme ich wieder direkt Lust auf Anno, Alter. Oh, Anno wäre auch mal was, oder? Anno ist cool. Ich liebe Anno. Das stimmt aber, Wolfi, das stimmt. Also die Cutscenes sind schon nicht schlecht. Herr Maaßen, Detektiv Kentin auf Leitung 3. Soll er zurückrufen? Seien Sie durch, Jesse. Wenn Sie mich fragen, es scheint ihm nicht sehr gut zu gehen. Seien Sie ihn durch, Kentin. Kentin, wo sind Sie? In der Hölle, Herr Maaßen. In der Hölle. Ich gebe auf, Herr Maaßen. Die sehen wir nie wieder. Kate Walker ist weg. Weit weg. In einer anderen Welt. Der kann niemand mehr helfen. Ich komme zurück, Herr Maaßen. Wenn ich kann. Diesmal ist es aus. Ja. Fürchte ich auch. Dann leb wohl. Leb wohl, Kate Walker. Oh ja. Nee, nicht diese 9-Volt-Batterien. Kennt ihr diese Batterien mit diesen ganz großen Metallbügeln? Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Nee. Ich glaube, das ist immer noch der eine Typ gewesen. So. Ich glaube, das ist immer noch der eine Typ. Okay, jetzt sind wir hier auf einer Insel voller Pinguine oder was? What the fuck? Aber erstmal speichern wir ab. So, wir machen jetzt erstmal einen clean Speicherstand, damit wir genau wissen, alles klar. Alles klar. Hier ist jetzt die neue. Oh, so dicke Bleibatterien, so Autobatterien oder sowas. Alter, oh. Sind wir am Ziel, Hans? Ist es das? Nein. Aber wo sind wir dann? Auf Packeis gelaufen. Irgendwo. Die Strömung nimmt uns nicht mehr mit. Warum bloß? Ich sehe nach, was los ist. Bis gleich, Hans. Und dann dürfen wir das Schiff reparieren, oder was? Oh. Ich meine, hungern werden wir nicht. Wir haben ja genug Pinguine da zum Essen. Dieser Yuki hat die ganze Fahrt über geschlafen. Nur mit dem Trinken wird's wahrscheinlich ein bisschen schlecht. Nichts zu machen. Abgeschlossen. Geht's hier noch irgendwo weiter? An die Luke? Komme ich da dran? Ort kann ich nicht gelangen. Okay, da komme ich nicht dran. Ja gut, dann gehen wir erstmal raus. Gehen wir mal die Pinguine besuchen, oder? Viel bleibt uns da nicht über. Aber ist sie nicht für die Arktis ein bisschen dünn angezogen? Jetzt mal ehrlich, ich meine, die Arktis ist ja nochmal ein anderes Kaliber, oder? Ich glaube, weil die hat nicht mal eine Mütze auf. Ja, die hat nicht mal eine Mütze auf, ganz ehrlich. Keine Handschuhe an. Das ist bestimmt Japanerin.
Gute minus 5 Grad. Wirklich? So, gibt's hier irgendwas? Liegt da was? Oh, das liegt was. Ah, ich weiß, was das ist. Das ist hier von so einem Narwal. Ja, genau, Narwal. Diese Wale mit diesem spitzen diesem Spiral, wie so Einhörner. Ja. Hier noch irgendwie was? Nö. Können wir jetzt hier nach links noch irgendwas gucken? Oh, die Pinguine machen mich wahnsinnig. Aber was sind denn das für Fossile? Also... Dieser Schädel da alleine schon, der sieht ziemlich komisch aus. Meine, das ist irgendwie wie so eine Art Schnabel oder sowas. Also ich habe keine Ahnung, ich versuche die ganze Zeit zu überlegen, was das sein könnte. Und können wir das hier mitnehmen? Das sieht doch aus wie so eine Art Enterhaken. Aber es ist zu schwer, 100 Pro. Natürlich ist das zu schwer. Aber, dass die Pinguine nicht weglaufen. Warum laufen die Pinguine nicht weg? Nachher fressen uns die Pinguine auf, oder was? Hier irgendwas? Kann man hier irgendwo weitergehen? Nee, ne? Nee. Hier ist gar nichts. Absolut gar nichts. Oder ich habe es einfach gerade nicht gesehen. Geht's hier noch woanders lang? Hier muss es doch irgendwo noch weitergehen. Oder geht's hier irgendwo her? Da unten? Nee. Gar nicht. Ich frage mich, ob ich irgendwo an diesem Pinguin vorbeikomme. Irgendwie an diesem Pinguin vorbeikomme. Hier muss es doch... Warte mal, geht's da oben rum? Hier jetzt links? Hier jetzt lang? Kann man da tatsächlich rübergehen? Also wenn man jetzt hier und dann hoch geht, also hier hoch, da? Nee. Kann man den eventuell als Hebel benutzen? Aha! Aha! Das ist unser Anker gewesen. Wir können weiterfahren. Okay.
Was passiert da jetzt? Hä, warum fährt denn das hoch? Endlich! Hä? Wo kommt er denn jetzt her? Wo kommt er denn jetzt her? What the fuck? Oh nein! Das Schiff steckt fest! No way! Da bist du alleine drauf gekommen? Okay, geht's jetzt hier irgendwo weiter? Kann man hier jetzt irgendwie was... Okay, hier geht's weiter. Ist hier rechts irgendwas? Da ist was. Hi. Könnt ihr weggehen? Was ist das? Das ist hier eine Klappe, oder? Sieht aus irgendwie wie so eine... Aha. Wahnsinn, dass die Pinguine nicht abhauen von mir. Ist hier noch irgendwas? Nee. Da sind wir jetzt wieder da. Das wäre zu teuer gewesen zu animieren, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Hier geht's doch bestimmt auch noch irgendwo. Ah! Das ist ein Nest, oder? Ich glaube erstmal ein paar Pinguin-Eier. Schönes Omelett. Oder auch nicht. Da sind wir jetzt wieder. Das B in Hitmidut steht für beste Beschreibung. Was? Das B in Hitmidut, Alter. Können wir mit der russischen Puppe hier irgendwas machen? Hä? Nein! Hä? Warum sollte ich die... Was? Hey, sieh da! Hä? Was? Was macht die da? Okay. Jetzt kommen die alle dahin und gehen da weg. Und jetzt kann ich... Was sagt ein Pinguin? Was? Wer sagst du den Pinguin? Hey, sie da. Ist sie dumm? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab's keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, Leute. Weil... Die machen überhaupt nichts, die Pinguine. Die kommen dahin, haben keinerlei Scheu oder gar nichts. Okay. Schaut euch mal das Ding an. Ihr macht das schon. Ich bin da mal weg. Ich bin da mal weg. Jetzt will ich mal schauen, was sie da hatten. Ich speichere jetzt erstmal einmal ab. So. Pinguine. Ja, das sage ich ja nicht. Das sage ich ja nicht. Pinguine sind ja auch süß. Definitiv bin ich vollkommen bei dir. Was haben wir denn jetzt? Nein! 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 Runter da! Hoppla, das Eis ist dünn. Okay, warum sollte ich das tun? Ah, sie macht einen auf Sam Fisher. Sie macht einen auf Solid Snake und schleicht sich da rein oder was? Muss immer an dieses Video denken, wo so ein Team aus Naturfotografen bei Pinguin ist und einer der Pinguine hinwatschelt und sie anguckt nach dem Motto, was macht ihr da? Ja, Pinguine sind sehr neugierig. Ich war mal in einem Zoo
Und da war auch ein, da waren auch Pinguine. Und die sind super neugierig gewesen die ganze Zeit. So. Was haben wir denn hier? Da ist ein Balken. Da ist ein Fass. Ein Fass. Das hat also diese Tür blockiert. Okay, jetzt haben wir das Fass weggemacht. Da geht's raus. Können wir jetzt hier? Was ist da denn? Oh Gott. Das ist doch ein Hinweis. Das ist doch ein Hinweis. Okay, das heißt, ja. Manni, das mürrische Mammut. Ja, genau. Ich muss mal einmal, meine Skills wieder auspacken. Das ist ein Stern. Das soll ein Kreis sein. Das auch. Picasso Dude. So. Stern. Kreis. Kreis. Stern. Kreis. Okay. Das ist der Speer. Oh, shit. Das ist der Speertyp. Kann deine große Tochter besser mal so? Ich kann es mir vorstellen. Du weißt gar nicht, wie unpräzise diese Zeichnung hier ist. Aber ja, kann sie wahrscheinlich. Okay, dann machen wir hier das tote Männchen. Das ist das. Und so, das ist unser Mammut, ja? Ja, wir wollen ja möglichst realistisch zeichnen hier. Machen wir den auch noch ein paar Stoßzähne. So. Ja. So. Okay, das ist unser Mammut. Das da oben ist auch noch die Pfand. Ja, wahrscheinlich. Warte mal, machen wir. So. Ja. So, okay. Perfekt. Gut. Dann machen wir das erstmal wieder weg. Ich habe mir das nach bestem Wissen, ja, nach bestem Wissen und Gewissen eingeprägt hier. Auch die Fun Fischer bietet $1000 für dieses Kunstwerk. Nein, das werde ich als NFT verkaufen, Wolfi. Sorry. So. Was ist das? NFTs sind doch schon wieder out. Okay, shit. Wie machen wir das denn jetzt? Jetzt habe ich... Okay. Das müssen wir anders machen. Ich wusste nicht. Okay, das müssen wir anders machen. Shit. Müssen wir anders machen. So. Wir machen jetzt erstmal das hier. Also. Das ist Kisari, wenn sie kurz davor ist, komplett die Nerven zu verlieren und das Kind vom Balkon zu werfen. Wir haben zum Glück wir haben keinen Balkon. Okay, wie machen wir das jetzt? Also,
Typ, der liegt, ist einmal ein Stern und ein Kreis. Der Speer ist ein Stern unten und zwei Punkte oben. Der Elefant ist Stern, Kreis, Kreis, Stern, Stern. Ich sage aber auch Balkon in Ruhrpott-Style, richtig. Ist bei mir auch so, ist ja bei mir auch so. Ja. So kommt da wieder nicht drauf klar. Okay, die machen wir jetzt mal ein Herz. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das Dudes-Gesicht. Genau. So, die haben einen Stern oben, einen Kreis unten. Stern oben, Kreis oben, Stern unten. Stern, so. Wie merken wir uns das denn? Da machen wir einfach mal so Baby, weil hier Baby ist. So Baby ist, oh Gott, Kreis, Stern, Stern, Stern. Okay, dann hoffen wir mal, dass wir jetzt alles haben. Gut, Bilder sind gemerkt. Das ist ja Robo-Hans, stimmt. Hans, ist alles Robo-Hans. Ja, ja. Er ist ja fusioniert mit Oscar. Er hat mich gezwungen, hier runterzugehen, sonst nichts. Den werden wir schon los, Hans. Okay, da geht's hoch. Hoch wollen wir ja erstmal nicht. Was ist das denn hier vorne? Das ist der Hund, der pennt. Da geht's hoch. Geht's hier durch? Ach, das ist das, wo wir herkamen. Genau. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Hoffe, der Typ ist da oben jetzt nicht. Ivan war hier versteckt. Da hinten liegt irgendwas auf dem Boden rum. Was ist das? Ein... Was ist das? Elfenbeinhaken. Ja, natürlich. Das, habe ich sofort gesehen. Der Mechanismus scheint die Arche anzuhalten. Okay. Also hier hoch wollen wir bestimmt nicht. Okay, wir können da hoch. Ah, verdammt.
verdammte Mechanik! Wie funktioniert das bloß? Oh nein, nein! Nee, da hoch wollen wir nicht. Bloß nicht von vorn. Ich muss ihn irgendwie überholen. Bloß nicht von vorn? Kate Max von hinten. Oh Gott. Oh, nein, Leute. Ich hab nichts. Nein. Da ist über uns irgendwas. Wartet mal. Dieses Segel ist vielleicht meine Rettung. Das Segel ist die Rettung. Aber eben hat da oben was geleuchtet. Da. Da oben. Das da. Und jetzt? Der Dude wieder mit seinen dreckigen Gedanken. Bann, hit me, Dude. Oh, wartet mal. Ich habe eine Idee. Wartet mal, wir müssen da jetzt wieder hoch. Da hoch. Irgendwie da. Da oben hin. Ich warte schon die ganze Zeit auf dein Essen. Alter, bestellt ihr heute alle zu essen? Dieters hat Pizza bestellt. Du hast bestimmt wieder Sushi für 60 Euro bestellt. Hab gerade gegessen. Oh, sehr schön. Nee, nur Chinesisch für 30. Nice. Was gibt's denn Schönes? So, den können wir doch hier bestimmt. Nee, können wir den hier irgendwo benutzen? Eierreis mit Hühnchen und gebratenen Nudeln mit Riesengarnelen. Oh, nice. Das hatte ich tatsächlich letztens auch. Die gleiche Kombi. Genau die gleiche Kombi hatte ich letztens auch. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Und zu den Riesengarnelen hatte ich schöne. War eine Currysoße? War es nicht? Ich glaube, entweder war es Currysoße, Choy-Psui oder schwarze Bohnen-Knoblauchsoße. Ich weiß nicht mehr, was es war. Also hier geht es jetzt nicht. Wartet mal. Können wir da jetzt dran ziehen? Okay. Gibt's hier irgendwo was? Wartet mal, da ist was gewesen. Okay, jetzt haben wir. Jetzt müssen wir, glaube ich, den Anker drehen. Obwohl, nein! Wir haben hier unten ja noch einen Hebel. Was macht denn der Hebel? Warte mal, was macht der Hebel? Das erinnert mich an Asterix und Obelix und die Piraten. Und dann versenken sie schon selbst ihr Schiff nachher. Und dann nehmen sie an den Römern vorbei. Oh, ich liebe das, Alter. Ich liebe das. Oh nein, machen wir den jetzt tot? What? Die Mörderpinguine vom Nordpol. Cut. Ja. Meins. Und langsam färbte sich das Eis rot. Oh, trinken ist eine super Idee. Wahnsinn, ich bin jetzt 50 Minuten im Stream und ich glaube, dass wir jetzt das zweite Mal trinken.
Das ist echt wenig. Keine Ahnung, Soge. Ich habe irgendetwas gesagt. Ja, Soge ist nicht mehr motiviert, das stimmt. Und jetzt ist hier mit mal eine tropische Insel oder was? So, wir speichern jetzt erstmal einmal ab. So. Was ist du an Kaiju Number 8? Wahrscheinlich. Gibt's hier noch was? Okay, hier geht eine Treppe hoch. Die muss ich erst alles aus. Warum muss ich bei der Musik immer König der Löwen denken? Stimmt, jetzt wo du es sagst, habe ich auch übelste König der Löwen-Vibes. Oh, stimmt, sogar zuerst gesagt. Sorry, Soge. Da gibt's keinen Grund, den PC zu verlassen. Dude, verdurst du doch wegen deiner Unachtsamkeit. Richtig, richtig. Gut, dann bin ich zum... was sind das? Ameisen oder... Oh. Nein, ihr wollt mich doch verarschen. Darf ich irgendwas dechiffrieren oder was? Oh, ich glaube, ich habe es gerade kaputt gemacht. Der kaputt macht Dude, richtig. Aber wir haben ja zum Glück abgespeichert. Ja, ich glaube, warte mal. Beenden ohne Speichern. Frischer Start. So, laden. Sehr gut. Dann können wir jetzt hier direkt durchsprinten. Können wir den alten Typen umschuppen? Guten Abend auch, na? Geht es zur Abkühlung? Wieder in einige Gefilde? Ja. Hi Battlezweck, mein Lieber. Grüß dich. Wie geht's dir, mein Lieber? Alles gut bei dir? So. Haben wir das Medaillon aufgesammelt? Muss mich ja ein bisschen abkühlen, ja? Auch nachher noch bei Second Life eine Runde schwimmen, damit ich mich ein bisschen erfrische. So, dann gehen wir jetzt mal weiter links.
Also hier irgendwo. Da ist ja Hans gegangen. Geht's hier nicht? Denk dran, dir, dein Mountrap habe ich schon. Ist schon abgeholt. Alles schon da, danke. Und danke, dass du das meinem Bot sagst. Das ist nett von dir. Na, erstes Teil für meinen PC ist da. Kann es mir nur gut gehen und dir? Ja, das Wichtigste ist angekommen. Die 4090 ist zu Hause, oder was? So. Wenn ich mir PC bestelle, würde ich auch direkt erstmal 4090 bestellen. Im WoW gibt es derzeit auch einen Mount abzuholen. WoW, laufen die Server noch? Okay. Oh nein. Das muss ich alles mitnehmen und einsetzen. Geht es hier irgendwo noch weiter? Für 4090 habe ich... Das war auch nur ein Spaß. Ganz ehrlich, ich würde mir auch niemals eine 4090 kaufen. Was ist denn das für ein Mount, Soge? Erzähl doch mal. Also bei mir würde der Sweet Spot tatsächlich so... bei einer 4080 oder 4080 Super liegen. Alles andere ist... Ich meine... Ich sehe es jetzt bei mir aus, der... Ich habe eine 4080, die ballert alles weg, das reicht ganz genau. Ich meine, mein Problem ist halt einfach, da ich ja ab und an mal den einen oder anderen Stream mache, ist AMD für mich einfach im Moment attraktiver, weil der NVENC Coding von Nvidia ist schon mega, mega nice, weil wenn ich das alles nicht bräuchte, wenn Raytracing und... Stream und so weiter nicht so eine Option für mich wäre, hätte ich tatsächlich eine AMD-Karte geholt, irgendwie eine 7900 XX oder 7900 T oder sowas oder 7800 XT. Aber wie gesagt, für mich ist halt Nvidia im Moment einfach cooler, weil es hat halt für Stream das NVENC Codec, was halt sehr, 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 sehr nice ist. Und ich mag halt Raytracing und diese ganzen alten Spiele, so wie zum Beispiel, ja gut, Half-Life ist jetzt kein Argument, aber neuere Spiele, also Raytracing läuft halt auf Nvidia-Karten halt einfach besser. So, das lässt sich ja leider nicht abstreiten. Ich würde tatsächlich auch den AMD-Only-Build haben, aber Nvidia ist einfach performancemäßig noch vorne richtig. Hat nur gereicht für eine, ja, 7700, um Gottes Willen, du bist dagegen. Hi Dave, grüß dich mal lieber. Pauschal. Nee, um was geht's? AMD oder Nvidia Grafikkarten, Dave? AMD oder Nvidia Grafikkarten? Also wie gesagt, wenn ich eine coole fliegende Schneeäule gepaart mit einem Dildo oder Dino, also wenn ich nicht streamen würde und so weiter, hätte ich tatsächlich mir auch eine AMD-Karte geholt. Ganz ehrlich, Leute. Wir haben darüber geredet, ob Hitler ein schrecklicher Mensch war und waren dafür. Ach so. Ja. Naja, der ist eh nicht mehr da. Soge und ich haben den ja im Escape Simulator ausgeschaltet. Ja, wir sind ja extra nach 1942 gereist. Nee, aber so preis-leistungsmäßig, ja, preis-leistungsmäßig ist AMD einfach unschlagbar. Also, du kriegst halt Karten mit genügend VRAM, ja? Was ist mit Chain Together? Das können wir am Wochenende machen. Das können wir am Wochenende machen, wenn da irgendwer Bock drauf hat. Aber, ganz ehrlich, also, wie gesagt,
AMD-Karten haben extrem viel VRAM. Ich glaube, selbst die Mittelklasse-Modelle, die haben 16 GB VRAM und das ist schon richtig gut. Vor allem bei CPUs hat AMD so krass abgeliefert. Ja, natürlich. Ich sag mal einfach nur 5800 X3D, 7800 X3D und dieser 7950 X3D oder was die da alle haben. Diese ganzen X3D-Chips, die sind so böse, was halt die Gaming-Performance angeht. Und Huusoge war mein Vorschlag. Das können wir am Wochenende machen. Dude, wieder spontan. Ja, richtig spontan. Ja, natürlich. Ja. Spontan, Dude. So, ich guck mir das jetzt erstmal an, was es hier gibt. Also morgen. Von mir aus spricht nichts dagegen. Morgen ist Wochenende. Von mir aus spricht da nichts gegen. Du willst dich doch nur auf meine Kosten weglachen, ganz ehrlich. Oh, guck mal, da ist Hans. Alber Hans. Hans? Wir sind da. Ich hab leider zu tun. Und? Die Sog ist wieder im Kino, oder was? Weiter, hinter den Blaugrasfeldern. Gehen wir hin. Ist nicht so einfach, aber wir schaffen das, Kate. Nur Geduld. Ja. Sogo muss wieder chinesische Studenten abschleppen. Kennt man doch. Auf fast totgeklaute Leben länger. Ja, ja. Oh, was passiert da? Was passiert da? Ist das ein riesengroßes Hamsterrad? Ah, da müsst ihr garantiert den Köter rein. Da müsst ihr garantiert den Köter reintun. Ja, das trifft wirklich zu. Aber wenn man bedenkt, ganz ehrlich, was war das hier zu Athlon-Zeiten? AMD K7. Zu Athlon-Zeiten war AMD so krank viel besser als Intel, ja? Also. Ich glaube, das war zur Athlon hier, K7-Reihe oder sowas. Da hat sich jeder ein AMD-CPU geholt, weil AMD einfach so unfassbar gut und schnell war und vor allem um einiges günstiger als Nvidia, als Intel damals. Das war so lächerlich. Das war ja noch diese eine CPU. Kennt ihr diesen CPU noch, wo man mit dem Bleistift diesen Multiplier anlocken konnte? Du musstest da zwischen, glaube ich, zwei Leiterbahnen oder sowas mit Bleistift so einen Strich ziehen, so mit Graphit. Das hat ja gereicht, das hat ja schon geleitet. Und dann war der quasi offen, der CPU, und man konnte den übertakten. Richtig geil. Das war so cool, ey. Einfach mit dem Bleistift den CPU anlockt. Das war... Ja, das waren noch richtig wilde Zeiten damals. Der tut wieder mit den Tech-Tipps hier. Ja, das sind so Sachen aus meiner Kindheit eigentlich schon. Okay, hier gibt's nichts. So. Ja, Technikfragen, Tech-Dude-Frage. Ja, richtig. Was haben wir denn hier? Warte mal. Da sind Blumen. Oh, da ist eine Steintafel. Guck mal hier, Siberia-Blume. Aha. Aha. Okay.
Dann laufen wir mal zurück. Warte mal, hier kommen wir doch jetzt zum Schiff zurück. Die einzigen Bahnen, die ich gezogen habe, waren die Kokslines im Berg. Okay. Öfter mal was Neues, Wolfi. Öfters mal was Neues. Gut, aber. Der Haareffekt bleibt aus. So. Ich muss erstmal ein neues Bierchen aufmachen, sonst fehlt das hier heute Abend nichts. So. So, dann schauen wir mal. Wir werden diesen Köter irgendwie fürs Laufrad brauchen. Ich weiß nicht, wie wir den da hinkriegen sollen. Geh mal gucken. Du musst dich erstmal viermal wiederholen. Schön eine Jolle kippen. Richtig. Dieser Yuki hat die ganze, ich muss auch mal was trinken, aber dafür muss ich aufstehen. Verdammt, ja, RIP Kataru. Deswegen mach's wie ich. Bau deinen PC-Platz so auf, dass du alles in Griffreichweite hast. So gesagt ja immer, ich habe alles in Griffreichweite, egal was. Deswegen hat Kataru Frau und Kinder, damit sie ihm das bringen. Achso, wollte gerade sagen, deswegen hat Kataru Kinder, das wäre mir aber neu. Oder, ja, mein Glückwunsch, Kataru, auf jeden Fall. Sie werden so schnell erwachsen. So, Hund. Nichts zu machen. Der schläft. Und fest. Haben wir irgendwas, was wir dem Hund geben können? Die Blume? Kataru, der alte Ledernacken. Was? Der Hund kann Leitern klettern? What the fuck? Der Hund ist die Leitern hochgeklettert? Okay, also wenn ich dieses Staubknäuel weiter da liegen lasse, kann ich es bald einen eigenen Namen geben. Das ist ja quasi das gleiche Hund. Das ist aber irgendein Hund. Das ist irgendein Hund, Wolfi. Folgt er mir jetzt? Folgt ihr mir jetzt? Oh, hi Mondkatz. Grüß dich, meine Liebe. Schön, dass du reinschaust. Ich glaube, der folgt mir. Oder hat der jetzt wieder irgendwas? Der hat doch... Nee, der ist auf jeden Fall näher gekommen. Wie geht's dir, meine Liebe? Alles gut bei dir? Was macht die Kunst? Okay, er verfolgt mir. Er verfolgt mich. Dann darf er sich gleich erstmal nützlich machen und ins Laufrad. Also voll gemein. Ja, gerade aufgestanden. Dann schicken wir ihn ins Laufrad rein. Ich krieg jetzt schon... da wird garantiert sich Peter bei mir melden. Na? Warte mal. Aber wir waren doch hier lang gegangen. Irgendwo hier. Ja, perfekt. Na, komm mal mit, mein Feiner. Na komm. Ja. Oder bin ich zu schnell? Nee, ne? Der kommt mit. Oder? Ja, er ist da. Perfekt. Oh, er geht da von alleine rein. Ich muss nicht mal was sagen. Er weiß genau Bescheid. Er weiß genau Bescheid. Kaum sieht er ein Laufrad, kann er nicht widerstehen. Das ist wie Soge, ja? Der Hund ist wie Soge. Kaum sieht er irgendwas zu trainieren, ist er da. Ja? Oh, Laufrad, ich muss trainieren. Ich muss trainieren. Ja? Ja, bei uns ist es auch so warm. Soge ist aber hübsch. Das stimmt, Soge ist hübscher. Das stimmt. Bei uns, warte mal. Ich...
Also jetzt sitzt 20 Grad noch. Also 20 Grad sind es noch. Aber das Problem ist, die Bude, die ist doch so aufgeheizt hier. Warte mal, können wir das mitnehmen da? Nee, doch nicht. Ich speichere... Oh, das ist eine Möwe. Ich speichere jetzt erstmal ab, bevor wir hier irgendetwas machen, was wir nachher bereuen. Speichern wir erstmal direkt ab. Wohnen im Erdgeschoss, hier geht's. Ja, wie gesagt, wir haben hier immer noch unsere ungedämmte Dachgeschosswohnung. Das ist quasi... Ja, es ist quasi wie das Tor zur Hölle. Ganz einfach. Es ist einfach so. Es ist das Tor zur Hölle. Und darum gibt es auch im Moment den Pixel-Dude, weil mir einfach zu warm ist. Wenn es irgendwann mal wieder ein bisschen kühler wird, dann kommt auch wieder der Cam-Dude. Aber im Moment müsst ihr mit Pixel-Dude zufrieden sein. Wie kommt er denn jetzt hier hin? Alter, was macht er denn? Oh nein, ich wette, das ist Rätsel. Damit der Dude oben ohne streamen kann. Nur aus dem... Oh. Du willst es doch nur sehen, Wolfi. Du willst es doch nur sehen. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Wir reden aber mal mit Robo Hans. Es ist sehr schön hier, nicht wahr? Ja, Hans. Siberia. Glauben Sie wirklich, hier gibt es Mammuts? Ja. Meine Gelüste wurden aufgedeckt. Es ist bei uns in Niederösterreich immer noch so warm draußen, aber ja, es ist halt Sommer. Ja. Ich habe schon genug gelitten, Alter David. Sie wissen, wie die funktionieren? Nein. Okay. Ich versuch's mal. Alter, auch mit dem Kiefer. Ganz ehrlich, wie hieß dieser Typ? Weiß das einer von euch, wie dieser Typ bei He-Man hieß mit diesem Kiefer, mit diesem Metallkiefer? Mir fällt der Name nicht ein. Mann. Ihr wisst aber, wen ich meine. Der hat, glaube ich, so grünliches oder gelbliches Gesicht gehabt. Und auch so ein Metallkiefer. Ach, ich muss das mal. Ah. Sekunde, das lässt mich jetzt nicht los. Rapture. Ich glaube, das war's. Ja, genau, Trapjaw. Perfekt, Leute, ihr seid die Profis. Ein ganz besonderer Ort, nicht wahr? Nein, Claptrap ist was anderes. War nicht nur ein Traum. Nichts kann mich aufhalten, außer... Ja, sie müssen die Melodie spielen. Und das. So, okay. Können wir hier noch weitergehen? Perfekt. Lassen wir ihn einfach weiter meditieren oder was immer er auch da macht. Claptrap ist richtig cool. Guten Abend, Frau Dudinnen. Frau Dudet. So, was ist das? Ist das irgendwie so eine Art Radar? Also, von der Form her sieht das aus wie so eine Art Radar oder so ein Empfangsding, oder? Mit dem Unterschied, der hatte auch schon so Zähne wie ein Bagger, hat bestimmt Halbzeit auf dem Bau, Bau gearbeitet. Aber das sieht doch irgendwie aus wie so eine Art... Oh, was ist das denn da? Oh, nö! Nö! Nein, schon wieder ein Rätsel. Oder was? Oh, Junge. Okay. Speichern wir einmal ab. So. Okay. Ich muss gerade mal was schauen. Okay, unsere Notizen haben wir hier noch. Die brauchen wir, glaube ich, erstmal noch. So, ich mache mal den Hebel und... Okay, es gibt drei Stellungen. Links, Mitte, rechts. Was passiert hier? Gibt es hier irgendwas? Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie mit... Nee, mit Wasser? Wasser auf keinen Fall.
Ist das eine Art Flöte oder sowas? Macht die Töne? Was ist das denn hier unten? Okay, also da werden wir wohl irgendwelche Hinweise brauchen. Ja, mit Flöten kenne ich mich aus, definitiv. Ich habe als kleiner Junge Blockflötenunterricht gehabt. Und Querflöte, ja. Da du die mit einer Melodie anlocken sollst, ist davon auszugehen. Wahrscheinlich. Einmal im Ferienlager, ja, ja. Geschichten aus dem Pfadfinderlager, ja. Steckt fest. Okay, also hier können wir erstmal gar nichts machen. Nein, nicht Geschichte aus dem Saarland. Das ist ein anderes Themengebiet. Geschichten aus dem Saarland ist ein anderes Themengebiet. Scheiße, Alter. Mann, wo driftet denn das hier wieder hin jetzt gerade? Es ist doch nicht mal 10 Uhr, Leute. Wenn man sich bei Subway ein Brot quer in den Mund stopft, dann kann man immer noch die Block. Wie kommst du aus sowas, ey? Geschichten aus der Gruft sind besser. Geschichten aus der Gruft fand ich tatsächlich richtig cool früher. Das habe ich mit meiner Tante damals immer geguckt. Nein. Oh nein. Da ist die Horrorplatte. Da ist die Horrorplatte. So, warte mal. Wir haben... Können wir hier Sachen einsetzen? Ja, können wir. Okay. Das Ding sieht so gesprungen aus. Endlich Essen ist da. Wolfi, gönn dir mal lieber. Lass dir schmecken. Das sieht aus wie das da. Nein. Es gibt... Hähnchenreis und Riesengarnelen mit Nudeln. Sogar wenn du ein bisschen aufmerksamer im Chat wärst, ja, dann hättest du das mitbekommen. So, das muss dahin. Uns fehlt aber noch eins, oder? Das hier unten. Hier unten fehlt uns noch eins. Richtig lecker, ich weiß, Dave. Halt, stopp. Da oben liegt noch eins. Das kommt denn hier hin, oder was? Okay. Zumindestens ist dieses Rad voll. Aber ich habe keine Ahnung, was mir das bringt. Kann man das Medaillon hier in die Mitte setzen? Okay, ich muss mir das Medaillon nochmal anschauen. Nicht gefolgt von Zorström. Bei Dave gibt es nur Schnitzel und Pommes und Burger. Schnitzel, Pommes, Burger und Steak. Okay, das ist unser Entschlüsselungsrad. Die Frage ist, Chicken Wings, genau. So, die Frage ist, wir haben ja hier, warte mal, ich mach mal eine andere Farbe. Ich mach mal ihn hier, pink, bisschen was für Dave. So, wir haben ja diese... Symbole werden anscheinend in das übersetzt. Aber
Was diese Symbole bedeuten, weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was sie bedeuten. Okay. Ich gebe dir gleich Pink. Sorry, Dave ist lieber einer von den Grünen. Jetzt kommt's raus. Kann man hier jetzt was machen? Ist da irgendwie Flüssigkeit drin? Oder was passiert da? Was ist da jetzt mit... Da war jetzt... Wartet mal. Auf dem ist da jetzt Sand drauf gestreut worden. Auf dem hier, ne? Auf dem ist Sand drauf gestreut worden. Warum ist da Sand drauf gestreut worden? Pink, grün, rot. Hauptsache nicht blau. Oder braun. Ja. Ich kreise mir das Ding jetzt einmal ein. So. Das ist die 1 gewesen. So, was passiert, wenn ich jetzt nochmal an dem Ding drehe? Kommt da wieder Sand auf die gleiche Position, oder? Okay, der Sand ist tatsächlich an die gleiche Position gekommen. Okay, das wird witzig, Leute. Du musst 7 mal 7, ja. Alter, Dave! Du bist ja einer. So. Jahre für geübt, für diesen großen Moment, perfekt. Erstmal was trinken, das ist wichtig. Es ist wichtig, aber ich check das Rätsel gerade noch nicht. So, also. Wir haben die dahingesetzt. Die haben wir hingesetzt. Die haben wir hingesetzt. Die haben wir hingesetzt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück, die wir hingesetzt haben. Jetzt müssen wir mal das Dings öffnen. Okay. Du hast dich auch hingesetzt. Perfekt. Also, das Symbol hatten wir einmal. Das Symbol hatten wir einmal. Das Symbol hatten wir einmal. Jetzt muss ich noch mal schauen. Party! Dave ruft nach dir. So, dann, das sieht aus wie eine Art E.
Das sieht aus wie so eine Art Gabel mit einem Dings dran. Okay, das schauen wir mal. Okay. Das hier haben wir. Wie viele Sachen man sich da merken und aufschreiben muss, wäre mir ja nichts für mich. Ja, ja. Ja, genau so fühle ich mich gerade, Leute. Genau so fühle ich mich gerade. Ganz genau sieht das. Oh. Okay. Okay, das heißt, wir haben 1. Wir haben 2. Wir haben 3. Ich glaube, das war auch dabei. Hier. 5. Das müsste dabei sein. Das müsste dabei sein. Das müsste dabei sein. Das müsste dabei sein. Und das. Also das heißt... Okay. Gut. So viel, so wenig müssen wir uns ja bis jetzt gar nicht merken. Das ist ja noch ziemlich überschaubar, oder? So. Sorry, hab's Kind gerade ins Bett geschmissen. Was gibt's? So. Jetzt drehen wir noch mal. Verdammt, ich wollte hier noch mal dran drehen. Hallo, ich will daran drehen, bitte. Nein. Wisst ihr, Hans, der chillt da die ganze Zeit oben einfach rum und hilft kein Stück, ne? Der sitzt da und meditiert und ich darf mir hier wieder die ganzen Rätsel lösen. Wichtiger als Wurst halt auf jeden Fall. Müssen wir die Steinplattform anheben hier? Oder ist sie vielleicht falsch? Wartet mal. Ich habe die Steinplatten falsch angeordnet. Oh, ich dreh durch. Ich dreh durch. Okay, das könnte besser passen. So, dann schauen wir mal. Wir machen mal wieder Sand drauf. Erstmal ordentlich einsanden das Ding. Oh Gott, ist das falsch? Das falsch? So, dann schauen wir mal.
Möge der Sand sprechen. Oh, okay. Das scheint besser zu sein. Das heißt, ich kann meine Notizen erstmal alle wieder für ein Poppes machen hier. Darf ich nur nicht zu viel wegmachen? Darf ich nur nicht zu viel von meinen High-End-Notizen wegmachen? So. Perfekt. Gut. Jetzt nehmen wir uns dieses, was auch immer, Gedöns da raus. Notizen sieht aus, als hätte Kevin im Kindergarten eine Schatzkarte. Das ist alles Taktik, Wolf. Das sieht nach nutzlosen Kritzeleien aus. Dabei sind das komplizierte mathematische Berechnungen. Komplexe Formen für ein komplexes Hirn, verstehe. Korrekt. Es ist sehr schön hier, nicht wahr? Dann hättest du wirklich was mit den Fingern gemalt. Das ist richtig. Ruft man damit die Mammuts? Ohne Finger kannst du gar nichts. Stimmt. Gibt's hier noch was? Nein, das funktioniert nicht. Brauchen wir hier den Schlüssel für, oder was? Ah! Hier kommt der Schlüssel rein. Oh nein! Oh nein! Ach, kommt, Leute! Oh! Okay. Ich hätte meine Notizen nicht wegmachen sollen. Shit. Oh. So, wartet mal. Wer hätte wissen können, dass man das noch mal braucht, Alter? Und Scheiß. So, du hast auch wieder die Lösung reingeschaut und lasst mich jetzt einfach aus. Das nimmt ja langsam Crosscode-ähnliche Verhältnisse hier an. Ein Puzzle nach dem nächsten und ein schwieriger als das andere. So, also, wir hatten sogar alles durchgespielt, sogar hat auch das Internet durchgespielt. Ah ne, stopp. Das lädt bei Soge zu langsam. Das Internet hat er nicht durchgespielt. So, den hatten wir. Soge macht mal Essen. So. Die Symbole hatten wir. Okay. Das heißt, schön aufpassen mit dem scharfen Messer, so definitiv. Da musst du auf jeden Fall aufpassen. Okay, also das ist das erste Symbol, was wir hatten, richtig? Warte mal, kann ich hier jetzt? Kann ich.
Ja, okay. Das ist eins. So, dann schauen wir mal weiter. Das nächste. Was ist denn das nächste? Also, wir müssen jetzt hier rein einmal. Warte mal. Das ist gar nicht dabei. Mach jetzt meinen ersten Glückskeks auf. Oh, nice. Aber das ist dabei. Das ist in der zweiten Reihe hier. Bitte, bitte schreib deine Glückskeks-Sprüche. Ach, verdammt. Schreib mal deine Glückskeks-Sprüche hier rein. Das ist zwei. Das Symbol habe ich gerade eben gesehen. Das ist das hier. Das heißt, da müssen wir als nächstes hin. Ab und zu musst du auch mal sündigen. Perfekt, passt doch. Passt doch. So. Dann schauen wir mal, ob es hier irgendwo so eine Art Y gibt oder so ein Ding. Ich glaube, das ist das ganz linke, oder? Ich glaube, das ist das ganz linke. Ja, das ist das hier. Das ist das hier. So, das heißt, wir müssen als nächstes da rein. Gut. Sündigen, wir wollen sündigen, den Himmel kündigen und nur noch sündigen. Ja, stimmt, da gab es ja das tolle Lied. So. Okay. Das ist schwierig. Ich schwanke zwischen dem ersten und dem vierten. Okay. Das müsste das hier sein. Theoretisch. Wartet mal. So. Was haben wir denn da oben?
Okay, also. Oh shit, das ist ein bisschen groß. Trinke gleich, gib mir eine Sekunde. Das ist 4. Dann bleibt ja nur noch das als 5 über. So. Es müsste ja das hier sein, theoretisch. Okay, dann probieren wir doch mal was. So, wir nehmen jetzt den hier und stecken ihn da rein. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt... hier einmal dran drehen. Okay, das Ding bewegt sich auf jeden Fall. Ich mach mir erstmal meine Notizen weg. Okay, dann brauchen wir jetzt unsere Notizen. Mammut. Das heißt oben links. Auf. So. Und Gas. Irgendwas passiert da? War das war falsch oder was? Das ist genau umgedreht. Ich hab das spiegelverkehrt gemacht. So, das muss auf. Das muss auf. So, Mammut war groß, klein, groß, klein, gar nichts, groß. Okay. Nice! Jawohl! Sorry. Ja,
da sind die Mammuts! Nice! Wolfi, das sind Tiefgründe, das sind tiefgründige Sachen. Hans! Trapjaw! Nein! Nicht Trapjaw! Ich habe keine Ahnung, wie groß die waren, Wolfi. Ich glaube aber, die waren nicht viel größer als Elefanten, oder? Oh nein, ich will, dass er auf ihm reitet. Ich will, dass er auf ihm reitet. Oh, wie cool. Richtig ungefähr doppelt so groß wie ein erwachsener Mann. Ja, 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 ja. Echt? Ist das so, Soge? Oh! Oh, das war's? Wir haben's durchgespielt, Leute! Nein! Ernsthaft? Oh, wie cool! Kann ich ja meine ganzen Notizen erstmal löschen hier? Ciao! Oh! Mega! Mammut ist weg, Hans ist weg, alle sind weg. Ja! Das Lied erinnert mich irgendwie an Star Wars. Ich muss sagen, du hast das Ganze nicht verstanden. Eine Verschwörung gegen dich? Nein, hast du echt nicht, Soge? Eieieiei. Und grüß dich, Alterchen, wie geht's dir? Ja, ich weiß, dass du das nicht verstanden hast, Soge. Dave, du warst doch jetzt 5 Minuten hier im Stream. Wie willst du das denn verstehen? Oh, 10 Minuten, alles klar. Was meint ihr, Leute? Wollen wir noch 1-2 Minuten in den neuen Teil reinschauen? Kate wollte nur telefonieren und am Ende halt Mammuts. Ja, genau. Den dritten Teil habe ich ja auch hier. Blutrünstige Pinguine, stimmt, die Killer-Pinguine. Ja, Leute. Ich würde sagen, ich mache das hier erstmal aus. Ich mache das hier erstmal aus und schmeiße einfach mal den dritten Teil rein. Können wir zumindest werf an den Hobel. Das Gute ist, den dritten Teil kann ich endlich wieder vernünftig auf dem PC zocken. So, ich muss mal einmal ganz kurz hier einmal ausmachen. Geht gleich weiter. So gehst du neidisch auf den Rüssel.
So. Geht gleich weiter, Leute. So, endlich wieder eine Maus und Tastatur hier. So, Eingabetaste drücken, machen wir. So, dann machen wir neues Spiel. Warte mal, Option. Spiel. Tutorial-Meldung brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Deutsch, sonst kann sogar wieder nichts verstehen. Machen wir ein neues Spiel. Reise oder Abenteuer? Reise, Spiele, die der Geschichte wegen wünschen zusätzliche. Nein! Wir wollen wie in den ersten Saberitan spielen mit weniger Hinweisen. Ja, wollen wir. Diesen Spielmodus speichern. So. Also wie gesagt, wir schauen nur mal kurz rein, Leute, ja? Also, damit der Dude wieder alle 5 Minuten verwirrt ist. So muss das. Bitte mal Zähne putzen. Guck doch gerade noch die geile Sequenz an, so. Dann kannst du Zähne putzen. Mein gleich schon wieder 10 Uhr, ey, ja, oh, auf jeden Fall. Ist das Hedwig? Nein, Hedwig ist es nicht. Freitag und dann Wochenende, da bin ich ganz bei dir, Kataru, da bin ich ganz bei dir. Bin auch wieder froh, wenn Wochenende ist. Und Freitag dann Urlaub. Wundervoller Wolf. Da komme ich gerade runtergelaufen, den Berg, ja. Mit meinen Freunden. Du, der mongolische Händler. Ich weiß gar nicht, wer bin ich denn davon? Ich glaube, alle. Star Wars Mounts. Ja, so ein bisschen, ne? Aber no fucking way, dass die noch lebt. Ganz ehrlich, wenn du bei der Kälte bewusstlos wirst oder einschläfst, wachst du nie wieder auf. Wolfi! Ich wollte es echt nicht sagen. Ich dachte, shit, das sieht echt aus wie Lara. Vor 3 Monaten fanden Nomaden sie sterbend in Nordsibirien. Walker, Kate Walker. Geboren in New York, Kate Walker. In den USA. Sie hatte einen amerikanischen Pass bei sich. Ist sie blind oder hat sie so komische Augen? Also die Iris. Kate Wodka, Texas Ranger. Oh, Walker, Texas Ranger. Sie müssen sie dort festhalten, bis wir da sind. Ist das... Ich tue, was nötig ist. Verlassen Sie sich auf mich, Oberst. Oh Gott, bin ich jetzt in der Klapse oder was? Nick, ja, das durfte ich auch sagen. Nick Fury ist auch dabei. Mann, ich habe extra nichts gesagt, ey. Okay, die Grafik ist besser. Die Grafik ist definitiv besser. Da kommt Uwe auch gleich. Hier hat grüne Augen. Oh, Wolfi, du hast grüne Augen. Hallo, Kate Walker. Was ist er? Hallo. Hallo? Mein Name ist Kirk. Ein Muggel? Gut, Sohn? Alter! Er hat nur noch ein Bein, hat er sich.
Kirk? Wo sind wir? Ich erinnere mich nur bruchstückhaft. Halb Mensch, halb Kugel, Captain Kirk. Und Schnee. Und dann nichts mehr. Wir sind in der Klinik von Dr. Samyatin. In der Stadt Valzembor. Wie bin ich hierher gekommen? Wir Yukol ziehen mit unseren Schneestraußen zu den Heiligen Landen. Kate wurde einfach zu Lara Kofs Zwillingsschwester. Ja. Vor einem Monat fanden wir dich dort oben im Norden sterbend am Ufer eines Flusses. Wir nahmen dich auf und unsere Schamanin kümmerte sich um dich. Danach setzten wir unsere Reise fort. Und heute sind wir beide hier, um endgültig zu genesen. Ich hatte Hunger und nur Füße konnte mein Hunger stillen. Nein. Was ist denn passiert? Oh, fuck. Ich habe einen Controller in der Hand genommen. Du siehst schwer verletzt aus. Der hat süße rosa Bänkchen. Möchte mal reinkneifen, definitiv. Danke für deine Besorgnis, Kate. Mit dieser Rotbäckchen, Eisbein. Dr. Samyatin hat einen Handwerksmeister in Wald. Gut, dass Eisi nicht hier ist. Ein neues Bein zu machen. Und sobald es fertig ist, passt er es mir an. Das wird wieder wie neu. What the fuck? Warum bist so was hat Wolfi an seinem Gamingstuhl auch. Das hat Madame Olga, Dr. Samyatins Assistentin, so bestimmt. Sie sagt, ich bin zu ruhelos und nur auf diese Art ist sichergestellt, dass ich wieder gesund werde. Ein Hamster! Oh, das ist so, ihr seid so böse, ey! Ihr seid so böse, ey! In der Zwischenzeit ist mein Volk führerlos. Sie warten. Hab ich tatsächlich? Mich, kann meine Lehne verstellen? Das hab ich auch! Das kann ich auch! Kirk! Was ist denn los, Kirk? Die Yukol, die ich kenne, sprechen meine Sprache nicht so gut wie du. Ich bin beeindruckt. Manchmal kamen Missionare und Händler durch unser Dorf. Sie haben mich unterrichtet. Ich lerne sehr schnell, Kate Walker. Das ist wichtig, wenn ich mein Volk führen soll. Ich will nicht unhöflich sein, Kirk, aber bist du nicht etwas jung dafür? Die Geister achten nicht auf das Alter, wenn sie einen Häuptling für die Yukol auswählen. Und die Geister sind sehr weise. Sie machen keine Fehler, wenn sie denjenigen erwählen, der unser Volk auf die heilige Reise führen soll. Ah, oh, Dave, ich will, das ist ein toller Moment gewesen, Dave. Wenn ich fragen darf, dein Bein. Ich war gerade am Trinken, ey. Soldaten haben die Route bombardiert, auf der sich unsere Karawane bewegt. Lern durch Schrank, die. Nur um uns zu erschrecken und uns zur Umkehr zu zwingen. Ein Bein ist mein Bein. Genau. Ein Felsstück. Das war's. Du meinst, die Regierung hat das mit Absicht gemacht? Aber warum? Ja, der hat doch einen Aluhut auf. Sie denken, dass der Zug der Schneestraußen nicht in die heutige Welt passt. Und dass mein Stamm ein für alle Mal sesshaft werden sollte. Aber das werden wir nie tun, Kate Walker. Das würde bedeuten, die Geister zu missachten. Und die Yukol fürchten die Geister weit mehr als die Soldaten. Der Typ sieht aus wie ein wandelndes Quadrat, genauso breit wie hoch. Ja, ja. Warum unternehmen die Yukol diese Reise? Mein Volk lebt in Symbiose mit den großen Schneestraußen, Kate Walker. Halber Leutnant Dan? Ja, so ein bisschen, ne? Ihre Ausscheidungen düngen unsere Felder und ihr Fleisch ernährt uns. Sie sind auch unsere Reit- und Lasttiere. Also müssen wir ihnen überall hin folgen. Sie ziehen wegen des Wetters weiter? Nein, Kate Walker. Sie begeben sich zur Fortpflanzung in die Heiligen Lande. Dieses Ereignis findet nur ein paar Mal in einem Jahrhundert statt. Nur wenige Yukol können sich rühmen, in ihrem Leben mehr als drei dieser Züge mitgemacht zu haben. Also Kirk, ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Ich denke, jetzt muss ich dem Personal Bescheid geben, dass ich wach bin. Ich fühle mich gut und habe nicht vor, noch länger hier zu bleiben. Natürlich, Kate Walker. Ich bin sicher, es ist jemand im Hof. Vielleicht sogar Madame Olga. Madame Olga! Okay. Oh. Das ist cool. Man kann schwenken. Das ist richtig cool. Kamera auf Movement. Oh, ja! So kleine Sachen finde ich tatsächlich cool.
Gibt's hier eine Zaubertaste? Nee, das war ja wie bei Zerberia 1, ne? Gibt's keine Zaubertaste. Das kann doch ganz schnell nach hinten dein Nachteil werden. Tap die Zaubertaste, warte. Oh nee, damit kann ich bewegen. Alter, wie läuft? Wie läuft die denn? Guckt euch das mal an. Gehirne. Gehirne. Wie läuft wie ein Zombie, ey. Ja gut, das ist richtig, Wolfi. So, wir klopfen auch jetzt mal hier. Hallo? Was? Hallo, ist jemand da? Drück den roten Knopf! Ich glaube nicht, dass dich jemand hört, Kate Walker. Versuch es mit der Ruftaste neben der Tür. Ah, habe ich gespoilert. Verdammt! Das sieht aus wie ein Pokéball. Ist das der dicke Junge oben möglich? Hallo? Push-the-Button? Sie funktioniert nicht, Kirk. Neulich Ralphie hieß der oder so. Ja, genau. Ich glaube, der hieß Ralphie. Muss an, Kate Walker. Vielleicht kannst du ihn wieder in Gang setzen. Fest verschraubt. Oh nein, wir brauchen einen Schraubendreher. Geht's hier weiter? Oh. Da ist was. Ach, die Karl hieß ja. Okay, kann sein. Kann sein. Weil, also wie gesagt, ich hätte es jetzt auch nicht gewusst. Alter, die friert sich doch zu Tode da. Oh, ein Besen. Gibt's hier irgendwas? Ach stimmt, ich kann ja die Kamera drehen. Stopp. Okay, hier kann ich sie nicht drehen. Schade. Ach ne, Karl war der Opa, oder? Ach egal, hab den Film eh nie gesehen. Russell war so, hast du schnell wieder gegoogelt. Google, also, heute ist Wolfi echt der Google-Meister. Nimm den Besen und der schlagt sie alle. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Ich glaube, dann bekomme ich Probleme. Sehe ich irgendwas, was ich anklicken kann? Wenn ich einen Schraubendreher hinlegen würde, wo würde ich einen Schraubendreher hinlegen? Oder irgendeine Münze oder sowas. Hängen ja die Kochsalzlösung an den Arm und saufen eine Runde. Das ist eine gute Idee, das machen wir doch gleich mal. Du solltest in den Hof gehen, Kate Walker. Diese Tür führt direkt dorthin. Gefängnis. Stimmt, wir müssen den Jungen durchsuchen. Eine Klassbrieftasche, da ist bestimmt ja das Centstück drin, ne? Alter, ich versage hier im Tutorial schon, oder was? Geht's hier noch weiter? Nein. Ein bisschen rumrühren. Rühren, rühren. Ne, hier ist nichts. Das war das Spiel. Ja, genau, ist durchgespielt. Ja, sorry, Leute. Gibt's hier nicht eine Gabel? Irgendwie muss man doch essen. Ganz ehrlich, das Essen muss doch irgendwie gegessen werden. Da gibt's doch bestimmt eine Gabel. Der Dude hat rühren gesagt, Leute, ihr dürft euch bewegen. Nicht hier unten irgendwas auf dem
Hoden? Warte mal. Oder denke ich einfach zu kompliziert? Fest verschraubt. Fest verschraubt. Habe ich ein Inventar? I. Andenken an Oscar. Sieht der Junge aus, als würde er mit Besteck... Nein, der sieht aus, als ob er sich ein Tieflaster kommen lässt und einfach bitte, bitte... Mach's wie bei Edna. Nein, nein, nicht wie bei Edna. Oh Gott, das Spiel hat mich total verstört. Ich habe einfach nur noch Leute umgebracht. Nee, die sieht aus, als hätte er einen großen Kürbis... Was, er hätte den größten Kürbis der diesjährigen Ernte am Stück gegessen? Aller Borderlands, ich schluck dich am Stück, ja genau. Du solltest in den Hof gehen, Kate Walker. Ich will in den Hof gehen. Dorthin. Ich will in den Hof gehen. Oh. Die Borderlands von Borderlands. Genau, das ist quasi das Pre-Sequel. Hier muss doch irgendwas rumliegen. Ich meine, hier liegen 10.000 Sachen auf dem Tisch rum. Da kann ich nichts von aufsammeln. Wollt ihr mich rollen oder was? Bin jetzt gleich eine Knarre und dann wieder spielt so ein Third Person. Oh, das. Sowas würde ich tatsächlich richtig cool finden, wenn das Spiel so unterschiedliche Passagen hätte. Sowas wäre mal echt eine Abwechslung. So aus einem Point-and-Click, so ein First-Person-Shooter. Und dann geht's irgendwie in so einen Plattformer über. Und dann hast du zwischendurch irgendwie so ein Metroidvania. Und dann wird's ein Turn-Based-Rollenspiel. Und dann ist es wieder ein Point-and-Click. Und. Je nachdem, was für eine Situation du hast. Ein Klicker. Marktlücke, Mixed Genre Games. Ja, das ist quasi wie die Musik von Electric Callboy. Die wechselt ja auch 30 Sekunden das Genre quasi. Hallo zusammen. Mal kurz noch reingeschaut. Alles klar, Arcade, mein Lieber. Grüß dich und schön, dass du noch reinschaust. Das freut mich riesig, mein Lieber. Aber du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du bist genau zum Feierabend reingekommen. Ich mache nämlich jetzt Feierabend. Es ist jetzt gleich schon wieder 21:45. Und ja, ich wollte heute gerade noch einmal kurz reinschauen. Und den zweiten Teil haben wir ja eben durchgespielt. Ja, Leute, dann. Ja, ja, leider. Morgen muss ich leider wieder früh raus. Wo gehen wir denn jetzt noch hin? Sag mal, wo gehe ich denn hin? Deswegen macht er jetzt Schluss. Er kommt nicht weiter, deswegen macht er Schluss. Nein, Dave, ich muss wirklich. Das Problem ist, dass... Genau, wollte nur gute Nacht sagen. Das wusste ich natürlich. Ja, eigentlich habe ich schon wieder richtig Bock, das scheiß Rätsel zu lösen, aber nein, 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 nein. Genau, er will wieder Lösungsbuch gucken bis zum nächsten Stream. Das ist das... Ach, Wolfi, Mann, jetzt hast du mich erwischt. Warum mache ich die Rätsel immer so einfach, ja? Darum mache ich die Rätsel immer so einfach und kritzel hier immer stundenlang was hin? Weil ich... So, ja, weil ich das Lösungsbuch habe, ja, mache ich mir die Mühe, extra nebenbei Sachen aufs Bildschirm zu malen. So, nee, aber, ja, lange Rede, kurzer Sinn.
Habt ihr noch irgendjemanden, wo wir hinraten könnten? Sieht wichtig aus. Ja, sieht wichtig aus, richtig. Ansonsten würde ich mal schauen, ob ich noch jemanden habe. Was haben wir denn? Wir haben Pilot Wings, Saboteur, Indinus ist da. Indinus, da könnten wir hingehen. Oh, meinst Human, habe ich keinen Bock. Sebo spielt Prisoners of Ice. Oh nee, das würde ich auch noch gerne spielen. Das ist ein Point-and-Click, das sagt mir was. Prisoners of Ice, das war ein Point-and-Click, das sagt mir was. Da will ich mich nicht spoilern. Dann würde ich sagen, machen wir mal einen Kuss auf die Nuss, oder? Kommt, Leute. Machen wir einen Kuss auf die Nuss. Ja. So, ihr Lieben. Dann danke ich euch heute allen wieder fürs Zuschauen. Vielen, 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 vielen lieben Dank. War ein richtig, richtig toller Abend wieder. Danke dafür, Leute. Vielen Dank, dass ihr jeden Abend wieder hier am Start seid. Das freut mich einfach riesig, Leute. Und genau, euch auch ein wunderbares Nächtle. Morgen ist ja zum Glück Freitag. Da brauchen wir ja nicht mehr so lange. Und die meisten haben denn ja hoffentlich auch Wochenende. Und ja, ich würde sagen, ne, ihr kennt das Spiel, ne? Alle Mitraider, wir sehen uns drüben. Dem Rest wünsche ich einen wunderschönen Abend. Ich bin für heute Abend raus. Macht's gut, bis dann und genau. Ciao, Leute.